ist nicht dein Ernst. Und hier wohnst du? Kling nicht so überrascht. Ja, und damit willkommen zurück zu Life is Strange True Colors. So, wir sind jetzt in der Wohnung von dem Bruder. Ja, genau. besser ging's nicht. Es ist echt schön. Als du gesagt hast, dass du eine schöne Wohnung hast, dachte ich, sie wäre klein und gemütlich. Willkommen in meinem Heim. Ernsthaft? Das ist krass. Und das Beste ist, es ist eigentlich deins. Ich bin eh meistens bei Charlotte. Wie, was meinst du mit, es gehört mir? Naja, es sind diese Orte, die Leute haben, um darin zu wohnen. Wir nennen es ein Zuhause. Ich meine es ernst. Das hier soll ein Neuanfang für dich sein. Voll lieb. Gabe. Danke. Kein Ding. Versprich mir nur, dass du nicht zu viel Partys feierst und du alles abfackelst. Jet bringt mich um, falls das wieder passiert. Geht klar. Wieder? Haben wir die Sache mit dem mich anstarren nicht schon hinter uns? Naja. Ich habe mir dich genauso vorgestellt. Echt? Und hast du dir mich so vorgestellt? Ich hab echt nicht erwartet, dass du einen Bart hast. Haben sie es dir nicht gesagt? Wenn du nach Colorado ziehst, bekommst du automatisch einen coolen Bart, umfassendes Wissen über Craft Beer und ein Subaru. Komisch. Davon bekam ich bisher noch nichts. Keine Sorge, ich lasse nichts unversucht, damit du dein eigenes Colorado-Willkommenspaket bekommst. Gut, denn ich hab auch was für dich besorgt. Warte, was? Überraschung. Hey, ist das... Das ist das Album, das ich bestellt habe. Ich weiß, ich bin gut. Ich wollte es dir schenken. Naja, ich hab's zuerst für dich gekauft, also... Komm nicht klar. Es ist alles genau wie damals. Oh nein. Bitte nicht. Sorry. Ist zu spät. Oh ja, zeig's ihm. Lebenslange Übung. Du bist dran. Ja, wir machen das. Gut. Thank you.
kein Beat verpasst. Oh oh. Ach, warte kurz. Der Club. Ja. Da. Hey, Mac. Ach, der. Was ist das los? Das Problemkind? Irgendwas stimmt nicht. Ich habe Rileys Nachrichten gelesen. Ich weiß, dass ihr euch heimlich getroffen habt. Es ist nicht so, wie du denkst, Mac. Oh, gut. Sonst hätte ich gedacht, du vögelst meine Freundin! Alter, ehrlich, du verstehst das falsch. Sag mir, warum ich dir nicht die Fresse einschalten konnte! Nein, 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 nicht hier, nicht hier! Es gibt keinen Grund mehr. Du solltest lieber mit deiner Freundin reden. Ich rede mit dir! Damit halten wir sie auf. Muss das so kommen? Alex, hör auf! Stopp! Alex! Ah. Gabe, ich wollte nicht. Ist schon okay. So ist es halt, wenn man Randale macht. Deine Schwester ist echt gestört. Verflucht, ihr könnt mich beide mal. Es tut mir so alles leid. Alles gut. Gabe, Alex. Warte. Ist okay. Meine Schicht fängt gleich an. Super. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Am besten packe ich erstmal aus. Oh je, oh je. Am besten schauen wir uns erstmal um. Also hier war die Eingangstür. Dann gehen wir mal einmal umherum. So, ein Brettspiel. Oh Mann. Gabe hat immer gewonnen. Der Arsch. Sombrero. Okay. Dann ist hier eine Postkarte. Grüße aus Mexiko. Scheint, als hätten wir beide Leute, die versuchen, uns zu helfen. Ich bin froh, dass es Gabe geholfen hat. Gabe Chen. Gabe, ich habe deinen Brief gestern erhalten. Mir geht es blendend. Falls du je eine neue Stadt brauchst, komm hier runter.
Denn, heiliger Strohsack, das Essen ist großartig und die Drinks noch besser. Ich werde es nie überdrüssig zu hören, wie gut es für dich läuft. Entschuldigung. Manchmal denke ich an unser erstes Treffen in der Jugendstrafanstalt. Sicher, du hast mir 3-mal gesagt, es soll mich verpissen. Aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der jedem meiner Worte so genau zugehört hat. Ich wusste da schon, dass du mit allem zurechtkommst. Der Punkt ist, du warst der beste Junge, für den ich je Mentor war. Vergiss das nicht. Lass mich wissen, wie es mit Alex läuft. Hoffentlich findest du sie. Mit Liebe, Len. Len. Okay. Wie hat er die hier hochbekommen? Gabe scheint gut hierher zu passen. 150er Jahr Feier. Am 21. Juni. Alle Events sind kostenlos. Super Sache. Black Lantern Bar, Brunch Buffet, Treffen mit Eiscreme, Live-Musik. An meine fantastischen Kellner, ihr habt Haven mit eurer harten Arbeit und positiven Einstellung stolz gemacht. Wir haben es geschafft, Jet. Das ist der Barbesitzer, gell, den wir in der letzten Folge gesehen haben. So. Dann öffnen wir mal den Rucksack. Wir können uns bestimmt danach noch weiter umschauen. Hoffentlich. Ja. Schuhe auspacken. Okay, bevor wir uns doch nicht weiter umschauen können, fahre ich lieber hier trotzdem. Das glaube ich ja nicht. Gabe hat das Foto auch? Sieh dir unsere Eltern an. Mama ist gesund. Und Dad noch kein völliges Arschloch. Wir können uns umziehen. Das ist, was wir jetzt dann haben. Aber da Blutspuren drauf sind, denke ich mal, wir ziehen uns mal um. Oh. Das ist doch cool. Passend zur Stadt. So, Rileys Brief. Also haben Gabe und Riley an ihrem Bewerbungsgespräch gearbeitet und Mac dachte, die beiden schlafen miteinander? Das ist so dumm. Colorado Institut für Technologie. Frau Lethe. Ihre Bewerbung für die Programmierungsstartplattform im Sommer 2019 von CIT wurde begutachtet und wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass Sie zu den Gesprächen weitergekommen sind. Das Zulassungsamt wird Sie in den nächsten Tagen kontaktieren, um einen Termin für Ihr Gespräch festzulegen. Glückwunsch und viel Erfolg. Gabe, es passiert! Bitte, 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 hilf mir bei der Vorbereitung. Riley. Ja, aber die hätten das vielleicht mal... sagen. Achso, sie hat es ja vor ihm verbergen wollen, weil sie... Ah, okay, sie wollte es mir gar nicht erzählen. Ja, das ist halt eine blöde Situation. Alex. Alex? Soll ich mir das wirklich ansehen? Ja klar, es ist ja jetzt unsere Wohnung. Wir wollen uns jetzt alles anschauen. Sind wow, wahrscheinlich Gabe. So. War ja echt eine Schnitzeljagd. 19.01.19, 22.14 Uhr, Ministerium für Soziale Dienste von Oregon, Amt fürs Kindswohl. Bezirk Multnomah. Ort kann ich nicht preisgeben. Ort kann nicht preisgegeben werden. Versuchen Sie es bei der Direktorin, Amy. Alex wurde in einem Gruppenheim im Bereich Portland untergebracht. Gruppenheim helfende Hände. Anita und Eduardo. Mann. Die gehörten zu den Guten. An Gabe von Anita. Suche nach meiner Schwester. Hallo Gabe. Eduardo und ich freuen uns sehr, von dir zu hören. Wir sind froh, dass es nach all diesen Jahren so gut für dich läuft. Colorado ist sehr weit weg. Leider war es schwierig, weiter mit Alex zu reden, nachdem sie im System war und wir wissen nicht, wo sie jetzt lebt. Hier ist die Telefonnummer der Agentur. Vielleicht können sie helfen. Jugendschutzamt. Leitung nur am 3. Mittwoch jedes Monats verfügbar? Versuch soziale Dienste. Kindeswohl. Wir wünschen dir viel Glück dabei, sie zu finden. Alles Liebe. Die Morales. Was sind das für Namen? Wow. Gabe sucht schon seit einer Weile nach mir. Nicht im Telefonbuch? Portland. Chen Alyssa, Chen Alex. Nö, ist ein Kerl. Chen Alex, automatische Voicemail. Nochmal. Durchgekommen, nicht sie. Chen Alex, alte Nummer, jetzt ein Kerl namens Adam. Chen Alexandra, nein.
Ja, und dann geht's halt so weiter. Hm. Aber wer hat wen zuerst gefunden? Er, sie war anscheinend, gell? Kam das schon zur Sprache? Oh je. Oh, ist das ein Reiskocher? Müssen die Messer nicht anders? So, das ist extra so, okay. Live auf Sendung vom Plattenladen aus. Wie verdammt cool ist das denn? Wenigstens habe ich mich vor Ryan und Steph zusammengerissen. Als sie da rausgeschossen kam. Sieht aus, als hätte Ryan meinen Bruder in einen Vorzeigebürger verwandelt. Ryan ist auch verliebt. Ah, so ein schöner Ausblick. Sehr, sehr schön. So, hier ist noch ein Foto. Ich freue mich wirklich für dich, Gabe. Ach, das ist die Auserwählte. Die werden wir wahrscheinlich bald eh noch, Oh, krass. Kennenlernen. Sieht aus, als hätte Gabe es echt gelesen. Die großzügige Umarmung, verantwortungsbewusste Erziehung eines unabhängigen Kindes. Kapitel 4 ist am wichtigsten. Besprechen wir es mit etwas Wein. Ich liebe dich. Sie. Er hat sich schon echt gut vorbereitet für ihr Ankommen, ne? Gabe beschäftigt sich mit Comics und Kunst? Er hängt sich echt rein für Ethan und Charlotte. Ach so, nee, Ethan ist ja auch noch da, stimmt. Warte, was? Ist das ein echtes, totes Reh? Ja, so ist es halt, wenn man wahrscheinlich... weiß ja nicht, wie es so ist in Dörfern, aber ich denke mal, da wird ja eher so geschossen und gejagt. Oh, krass. Achso, das war... Das sieht aus, als hätte Gabe es echt gelesen. Okay, das Foto habe ich gesehen. Ist bestimmt von Ethan. Wie oft der Gabe wohl gezwungen hat, das zu spielen. Dino Racer. Hm. Als ich die damals gelesen habe, war der Artstyle noch anders. 2,50. Die Skulptur ist interessant. Charlotte hat die gemacht? Gabe hat gesagt, sie sei Künstlerin, aber mir war nicht klar, dass er das als Beruf meinte. Ich könnte nie so viel von mir preisgeben. Wir haben den Song nie zu Ende gehört. Ist das ein Schwert? Fehlt nur noch das zweite. Okay. Das ist ein Fahrrad? Dann haben wir uns alles angeschaut. Gabe wollte schon immer so ein Fahrrad. Okay. Aber hier geht's noch hoch, gell? Aber das schauen wir uns später an. Wir tun jetzt erstmal den Rucksack auspacken. Shushu. Ist bestimmt ein Kuscheltier, oder? Oh Gott. Shushu wird auf diesem schönen Bett so schäbig aussehen. Süß. Sie hat mir wirklich durch schwere Zeiten geholfen. Aber das liegt jetzt hoffentlich hinter mir. Comic auspacken. Ah, das ist von Ethan. Ethan hat echt Talent. Macht Sinn, dass seine Mom Künstlerin ist. Taenor, der Tunnel zur Monsterfestung von Dämonenheim? Eingestürzt? Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Die Uniform der Stadtwache. Anscheinend schon lange tot. Blut? Die Spur scheint hier zu enden. Außer... Hohl. Aha, hier muss er durchgekrochen sein. Die Leiche einer Wolkenschlange. Sie muss durch die Decke gestürzt sein. Wenn ich eine höhere Ebene erreiche, dann finde ich vielleicht den geheimen Eingang. Deine Tage des Fliegens sind gezählt, Wolkenschlange. Aber vielleicht bist du mir noch von Nutzen. Dieses Leuchten über den Gipfel hinaus, das muss der Hintereingang der Festung sein. Oh, es gibt noch mehr auszupacken. Äh,
Was sind das für Briefe? Ich will sie lesen. Ich habe nie wieder was von Sydney gehört. Hoffentlich geht's ihr gut. Hey Alex, was geht? Bist du immer noch bei Helfende Hände? Nur damit du es weißt. Ich lösche meine Konten und tauche für eine Weile unter. Ich habe ein paar Mal mit diesem Typen geschlafen, damit ich einen Ort zum Schlafen hatte. Und jetzt belästigt er mich. Außerdem verlasse ich Burnside. Der Aufseher ist ein Rassist und beschuldigt mich dauernd zu dealen. Ich melde mich bei dir, wenn ich eine neue Situation organisiert habe. Mir gehen langsam die Optionen aus, aber du kennst mich. Ich werde kreativ. Ich hoffe, es geht dir gut. Ist Lauren noch da? Erinnerst du dich, wie du sie verdroschen hast? Lol. Vermiss dich, du Depp. XO Sydney. Wenigstens war ja nicht alles egal. Kann man nicht von jedem behaupten. Liebe Alex, ich würde es dir nicht vorwerfen, wenn du diesen Brief wegwirfst, ohne ihn geöffnet zu haben. Falls du ihn liest, danke, dass du mir die Gelegenheit gibst, mich zu entschuldigen. Ich war nicht bereit. Ich war nicht dafür geschaffen, Pflegemutter zu sein. Der Stress, die Auseinandersetzungen, das Rumschreien. Es war zu viel für mich, besonders in meinem Alter. Ich hätte es besser wissen müssen. Es tut mir leid, falls ich die Dinge für dich verschlimmert habe. Viel Glück da draußen. Mit freundlichen Grüßen, Fräulein August. Ich wünschte, die Medikamente hätten gewirkt. Abigail Lynn, Patientenname Alex Chen. Alprazolam. Jesse. Mein Fels in der Brandung, damals in der Wohngruppe. Liebe Alex, alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, dass du einen fantastischen Tag hast und dass du dich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang mit keiner einzigen beschissenen Sache beschäftigen musst. Mal im Ernst, ich wollte dir für alles danken, was du für mich getan hast, seit wir uns kennengelernt haben. Ich fühle mich sicher und glücklich und sogar geliebt, wenn du in der Nähe bist. Ganz schön ungewöhnlich für Leute wie uns, oder? Danke jedenfalls dafür, dass du bist, dass du meine Freundin bist, dafür, dass du Harley vermöbelt hast, dafür, dass ich all deine Sachen tragen kann, auch wenn ich nicht frage. Ich will nicht wie eine Verliererin klingen, aber du bist im Prinzip das einzig Gute hier. Alles Liebe, Chelsea. Oh, es gibt noch mehr. Wie viel ist denn da noch drin? Verrückt, wie sehr wir uns verändert haben. Ach, sie hat die Eltern rausgeschnitten. Okay, das war hier unten. Dann gehen wir mal hoch und schauen, was da ist. Warte, kann ich da noch rein? Nee, gell, da ging es nicht. Los geht's. So? Ach, ich kann gar nicht hoch. Oh, schade. Ja, dann gehen wir mal raus. Können wir raus? Auch nicht. Hä, wir haben doch alles angeschaut. Und jetzt? Oh, die Medaillen fehlen noch. Was für eine Ehre, die Schwester des Zweitplatzierten des großen Gummientenrennens zu sein. Zweiter Platz 2017, Gummientenrennen. Hm. Ja, aber... Und jetzt? Ach, oh Gott. Es gibt ja noch mehr. Es gibt ja noch mehr. Mein Tagebuch. Ich sollte meinen letzten Zusammenbruch darin festhalten. Soll ich das mal alles lesen? Ach so, so viel ist es gar nicht. Moment mal, MyBlog, SMS, Tagebuch, Erinnerung. Erinnerung haben wir gar nichts, cool. Tagebuch, dann fangen wir mal von vorne an. Tessa, Wut. Bitter und eifersüchtig und etwas mulmig. So schmeckte die Wut. Ich hatte nicht mal Zeit, zurückzutreten. Sekunden später raste ich durchs Zimmer. Was für ein Mist. Ich habe ihre Lippe aufgeplatzt. Sag mal, was ist denn heute mit meiner Lese? Ich habe ihre Lippe aufplatzen lassen. Die Arme. Wie lange es wohl braucht, um zu verheilen?
Es ist schwierig, Blut aus der Kleidung zu bekommen. Dabei fühlt man sich im Unrecht. Ich mache ihr keinen Vorwurf, dass sie sich aufregte. Sie glaubt, ich bekomme im Heim eine Spezialbehandlung, aber das tue ich nicht. Ist auch egal. Sie bleibt für sich, wie die meisten anderen. Also alles wie immer, bis eine neue Gruppe auftaucht und alles von vorn anfängt. Mit den Wutanfällen oder was? Das Schlimmste? Sie haben meine verfluchte Gitarre konfisziert. Verbot für 2 Wochen. Wenigstens werde ich sie zurückbekommen. Ich verspreche dir, so ist es nicht. Keine Gefallen, keine Geheimnisse, nichts für mich. Doch am Ende des Tages traf es auch dich. Isabel, Kummer, ich habe so oft versucht, das hier zu schreiben. Sehen wir mal, wie weit ich komme. Ich mochte Isabel sehr. Sie war lieb, hatte gerne gemalt und an Wochenenden Bier für uns reingeschmuggelt. Aber ihre Depressionen waren brutal. Sie kroch unter meine Fingernägel, meine Augenlider waren wie Stein. Ich musste mich konzentrieren, nur um atmen zu können, als wäre mein Brustkorb aus Blei. Es war schwer, dem zu entkommen. Am Ende wurde es zu viel, eine Menge Beruhigungsmittel. Sie lag im Erbrochenen, ihre Augen offen und glasig und verängstigt. Es tut mir leid, Isabel. Ich dachte, wir hätten Freunde bleiben können, als wir endlich aus diesem 0815-Knast rauskamen. Ich wünschte, du hättest länger bleiben können. Falls ich dich je wieder sehe, bringe ich das Bier mit. Mac, Wut. Es begann mit einem Klopfen. Ich denke, ich fühlte, dass etwas nicht stimmte, bevor Gabe überhaupt die Tür öffnete. Als gleite etwas unter der Tür durch. Etwas Rotes, etwas Grobes. Dann ist da Mac und die bekannte Furcht, die meinen Kontrollverlust begleitet. Und egal, wie sehr ich dagegen kämpfe, es geht einfach weiter, bis mein Blut kocht. Dann der Teil, in dem mein ganzer Körper bereits beschlossen hat, jemandem weh zu tun und dass es passieren wird. Und niemand kann mich aufhalten. Max Wut fühlte sich heiß und schwindelerregend an und auch etwas ängstlich. Alles drehte sich um Riley. Angst. Der Gedanke an sie mit jemand anderem. Der Gedanke an sie mit irgendwem anders. Er war unter seiner Haut. Brannte. Das Gefühl, wie glühend heiße Stricke unter deinen Rippen. Es ist eines der erschöpfendsten Gefühle der Welt. Es ist so eine Erleichterung, wenn es vorbei ist. Wenn deine Ohren aufhören zu klingeln und dein Herz sich vom Kolibri zur Presslufthammer verlangsamt. Es ist so eine Erleichterung. Schade, dass ich Gabe dafür eine verpassen musste. Wie entschuldigt man sich für sowas? Tränen, die uns fesseln, ihr verbrennt und verbindet. Schmerz in meinen Rippen, bis du verschwindest. Soll es da unten heißen? Blow? Ah, nee, oder ist es die Note? Ah. Okay, SMS und MyBlog. Was gibt's hier so zu lesen? Soll ich das alles vorlesen? Ich weiß es nicht. Ja, komm. Freiwillige gesucht für das diesjährige Frühlingsfest. Die Anmeldung ist rechts bei Lötes Blumen. Kommt vorbei und seht, welche Rollen noch einen Freiwilligen brauchen. Sorgen wir für ein weiteres großartiges Fest. Jet hat kommentiert, die Black Lantern liefert wie immer das Bier. Der einzige Grund hinzugehen. Kunstwerke befinden sich in Arbeit. Ich kann es kaum erwarten, sie zu präsentieren. Besonderen Dank an Diane von der Tiffen Minengesellschaft, die Tiffens Sponsoring des diesjährigen Fests koordiniert hat. Es war uns eine Freude. Machen wir dieses Jahr zu einem Jahr, an das man sich erinnern will. Boah, ist echt viel, gell? Ist das interessant, also so jetzt vorzulesen? Ich weiß nicht, das sind dann nur so, So MyBlog-Einträge. Ich glaube, SMS ist viel interessanter. Schauen wir mal Ryan an. Hey, nee, wir fangen mal von unten an, weil das ist, glaube ich, das Interessanteste, oder? Wie alles so quasi angefangen hat. Ja, Mariella. Oh Gott. Hey, ist das immer noch deine Nummer? Oh mein Gott, Alex? Hey Mary, so toll von dir zu hören. Wie geht es dir? Ich bin okay. Tut mir leid zu fragen, aber hast du einen Platz, an dem ich schlafen kann? Meine unglaublichen Entscheidungen haben mir Ärger eingebrockt. Ja, natürlich. Unsere Wohnung hat ein Sofa mit deinem Namen. Ich rufe dich gleich an. Vielen Dank, ich mache es gut mit Liebe und Zuneigung. Lol, frohe Weihnachten, Alex. Hoffentlich bist du irgendwo, wo es warm ist.
Hey Mary. Ja, hier ist es kuschelig warm. Frohe Weihnachten. Hast du was mit Frau Stevens? Hast du das mit Frau Stevens hier geklärt? Nein, sie ist ein Miststück. Ich bin danach nie wieder in Gruppen. Ich bin danach wieder im Gruppenheim gelandet. Ponyo, tut mir so leid, Alex. Du hast was Besseres verdient. Alles gut. Ich habe sie schon auf meine Kein-Verlust-Falls-Ermordet-Liste gesetzt. Hi Mary, ich habe die neueste ETC-Schallplatte gekauft. Ich tausche sie gegen ein paar Nächte auf deinem Sofa. Hey, kein Ding, ich bin jetzt zu Hause. Danke, ich verspreche, ich mache das nicht zur Gewohnheit. Geht klar, Mädel. Alex, wie geht es dir? Hab ewig nichts von dir gehört. Hey, sorry, habt ihr SMS übersehen? Dieses Jahr war verrückt, aber ich komme klar. Du? Einen Tag nach dem anderen. Ich habe einen echt netten Typen auf der Arbeit getroffen. Wir sind ein paar Mal ausgegangen. Oh, cool. Sag ihm, er soll es nicht versauen. Hey, ich bin in der Nähe. Willst du was trinken? Holla, Chica, ich habe schon angefangen. Los geht's. Lol, ich habe zur Abwechslung einen Tisch im Aunties bekommen. Komm vorbei. Irre, bin gleich da. Hey, Mary, es tut mir echt leid, aber kann ich wieder bei dir schlafen? Ich habe beschlossen, dass ich eine Pause von der Hölle namens helfende Hände brauche. Alex, es tut mir so leid, aber ich habe Freunde, die hier übernachten, also geht es nicht. Vielleicht in 1 oder 2 Wochen? Keine Sorge, ich finde was. Einen schönen Abend. Dir auch. Viel Glück und pass auf dich auf. Hey, alles okay? Du hast die Bar gestern so schnell verlassen. Hey, Mary, bist du da? Mary ist eine Schüchtern. Ich habe dich nackt gesehen. Mary, bitte texte mir, wenn du das bekommst. Ich habe nur Witze gemacht mit dem Zeug, das ich letzte Woche gesagt habe. An mir ist nichts seltsam, außer dem einen Geburtsmal. Ich war betrunken. Ich habe nur Witze gemacht. Mary, bitte, ich brauche dich. Ich ertrage es nicht, wenn du vor allen Leuten wie mich ein Freak behandelst. Bitte. Hat die ihr gesagt, dass sie diese Gabe hat oder was? Isaac. Schauen wir mal, was zwischen mir und Isaac war. Also ihr und Isaac. Hey Alex, Isaac aus dem Plattenladen hier. Danke für die Lektüre über Brianna Lilac. Ihr erstes Album ist klasse. Es war nett, dich kennenzulernen. Du musst die falsche Nummer haben. Oh, es tut mir so leid. Mach bloß Witze, Alter. Alex hier, lol. Himmel, ich war kurz so enttäuscht. Warum würdest du mir das antun? Sorry, war nett, dich kennenzulernen. Würde dich gerne auf einen Kaffee einladen. Du schuldest mir was für den grausamen und ausgefallenen Witz. Ah, vielleicht nächstes Wochenende? Super, ich melde mich Samstag. Fröhliches Halloween. Hey Alex, hast du heute Abend Zeit für Drinks? Ich kenne einen Laden in der Stadt, in dem die perfekte Sangria serviert wird. Hey Isaac, sorry für die Verzögerung. Drinks schaffe ich nicht, aber vielleicht Kaffee nach dem Mittagessen? Du kannst versuchen, deinen Musikgeschmack wettzumachen. Herausforderung akzeptiert. Warst du schon mal im The Silver Kettle auf der blablabla Washington? Noch nicht 15 Uhr? Es ist so viel zu lesen. Ich sehe dich dort. Ich hatte echt Spaß, Alex, trotz deiner fragwürdigen Getränkewahl. Nichts falsch an heißer Schokolade. Hey Alex, hast du heute Zeit für Drinks? Ich sehne mich nach einer weiteren Lektion über die Sänger-Songwriter von Portland. Bereite dich auf etwas Bildung vor. Ruf mich nach dem Mittagessen an. Geht klar. Hey Süße, ist dir heute nach Cocktails oder massig Popcorn und einem Film? Warum nicht beides? Das höre ich gern. Fangen wir mit dem Cocktail an. Hast du um 8 Zeit? Klar. Sehr verspätet, aber frohes Neues. Tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe. War bloß beschäftigt mit meinem Kursen. Frohes Neues, mach dir keinen Kopf. Kann ich dich heute Abend ausführen? Wie wäre es mit kompletten Abendessen? Mit 2 Monate später? Oha. Und Brot wäre eine richtige Mahlzeit. Richtige Mahlzeit klingt super, Isaac. Danke, Isaac. Ich hübsche mich etwas auf. Wird auch Zeit, du musst dich beim Aufhübschen anstrengen. Du hast mich noch nicht im Aus-dem-Bett-Gefallen aufgehübscht gesehen. Vielleicht sehe ich das morgen früh. Locker bleiben. Hey, Isaac, bist du zu Hause? Hey, Alex, wie geht's? Kann ich heute bei dir schlafen? Das Leben im Heim holt zu mir auf. Natürlich, ich öffne den Wein. Vielen Dank. Ich brauche eigentlich keinen Wein, bin echt erledigt. Ich mache ihn auf, nur für den Fall. Ruf mich an, wenn du unten bist. Alex, letzte Nacht war unglaublich. Ich bin echt froh, dass du vorbeigekommen bist. Ist alles okay? Hey ja, wir haben es gestern etwas überstürzt. Können wir das mit dem Sex für eine Weile lassen? Das stimmt nicht. Ich dachte, das ist Spaß. Ich war einfach nicht in der richtigen Stimmung. Tut mir leid, das zu hören. Du hast mir all die richtigen Signale gegeben und ich dachte, du wärst interessiert. Hey Alex, wie wär's mit Drinks? Alex, bist du wach? Sag mir Bescheid, wenn du die hier bekommst. Alex, komm mit für Drinks. Ich bezahle. Alex? Hey Isaac. Alex Chen, lange nicht gesehen. Ja, ich weiß. Hör mal, ich brauche wieder einen Ort zum Schlafen. Kann ich dich mit kostenlosem Bier bestechen? Du hast etwas, das ist besser als Bier ist und das weißt du auch. Ich brauche nur einen Ort zum Schlafen. Und das biete ich dir. Plus mehr. Oh, dieses Plus mehr. Komm einfach vorbei. Dieser Anrufer wurde
geblockt. Du hältst von dieser Nummer keine. Ja, ein bisschen nervig. Oh, hier ist nicht so viel zum Lesen. Genie. Oder Gene. Hey, bist du Gene? Für dich bin ich Cosmic Charlie, Freund. Mit wem rede ich? Alex, Stacy hat mir deine Nummer gegeben. Verkaufst du immer noch? Nur an jede, die wissen, wie man sich den Fluss der Dinge hingibt. Ja, vergiss es. Hey. Oh Gott. Alex? Wer bist du? Heilige Scheiße, Alex Chen? Sorry, wer bist du? Gabe hier. Ist das ein Scherz? Nein, du Trottel, ruf mich sofort an. Hey, Quatschen gestern war super. Reden wir bald wieder? Ja, klar. Hey, wie war dein Wochenende? Echt gut. Charlotte und ich waren mit Ethan wandern. Hat Spaß gemacht. Deins? Hab mir endlich das neue Album von Paint Thinner Coffee angehört. Sie rocken so ab. BTC ist irre. Hast du es immer live gesehen? Noch nicht, werde ich absolut, wenn ich die Chance bekomme. Hey, wie läuft's? Alex, tut mir leid, dass ich nicht getextet habe. Hier ist irre viel los. Wie geht's dir? Hier ist es im Moment komisch. Kümmere mich drum. Brauchst du Hilfe? Nee, ist okay, danke. Alien, willst du in Haven leben? Scheibe. Nicht Alien, du bist kein Alien, du bist... Ellie, Autokorrektur, lol, Handy ist Idiot. Ellie, bist du wach? Lol, hey Kumpel, hast du was getrunken? Nein, das ist mein Normalzustand, beantworte die Frage. Geh schlafen. Oh, scheiße, ich hab die besoffen getextet. Im Ernst und fürs Protokoll. Das Angebot steht, Haven ist cool. Hey, was geht? Hab ein paar Tage nichts von dir gehört. Ist alles okay? Alex, ruf mich bitte an, wenn du das bekommst. Wie hältst du dich? Passt schon, war scheiße hier, aber wir haben Schlimmeres durchgemacht. Sag Bescheid, falls du irgendwas brauchst. Mach ich. Ich glaub einfach nicht, dass du kommst, ja. Ich auch nicht. Danke nochmal für das Ticket, du bist ein Lebensretter. Natürlich, wir sind so aufgeregt, dich hier zu haben. Morgen ist der große Tag, brauchst du irgendwas? Nö, alles gut, ich hab nicht viel zu tragen. Hey, ich bin circa eine Stunde entfernt. Kann es kaum erwarten, bin bereit für dich. Bus ist vorgefahren. Unterwegs. Akzeptabelster Freund der Welt. Oh. Du hattest recht wegen den Sonnenblumen. Ich denke, das werde ich oft zu dir sagen. Ich werde mich nicht daran gewöhnen, es zu hören. Ich habe dich übrigens in unserer Nachbarschaft auf MyBlog eingeladen. Sieh es dir an, wenn du Zeit hast. Cool, danke. Wir sind gleich durch. Wer ist das? Bridget? Glaub ja nicht, dass du zu unserer Familie gehörst, Miststück. Wow, okay. Bist du Bridget? Du wirst nicht hierbleiben. Geh darin zurück, wo du hergekommen bist. Ich frage mich, was deine Eltern von diesem Benehmen halten. Sie werden dir nicht glauben. Du textest mir, du Genie. Ich habe einen schriftlichen Beweis. So, Ryan. Was hatten wir schon? Dr. Lynn. Alex, wir haben einen Termin in meinem Büro. Wirst du es schaffen? Alex? Pünktliche Teilnahme an Sitzungen mit deiner zugewiesenen Beraterin ist eine Voraussetzung für deinen Aufenthalt im Helfende Händeheim, Alex. Betrachte dies als Missachtung Nummer 1. Tut mir leid, hab mein Zeitgefühl verloren. Gemäß unserer Sitzung gestern. Sich selbst steuern von Dr. Levi Haupter. Okay, danke. Ich hoffe, dass es hilfreich ist. Wollte mich nur kurz melden. Wie geht's dir? Geht es Heather gut? Sie ist aufgebracht. Ich denke, du wirst mir zustimmen, dass dies verständlich ist. Aber sie ist nicht verletzt. Es tut mir so leid. Alex, wo bist du? Deine Sachen sind nicht hier. Bei wem bist du? Alex, bitte melde dich bei mir. Niemand weiß, wo du bist. Alex, mir ist klar, dass du in einer emotional verletzlichen Lage bist. Ich würde gerne mit dir reden, bevor du heute Abend ausgehst. Bist du in deinem Zimmer? Ja. Kann ich kurz vorbeikommen? Ja. Viel Glück mit diesem neuen Kapitel in deinem Leben. Ich möchte, dass du weißt, dass ich für dich hier bin, falls du mich brauchst. Und die hat die auch geblockt, okay? Chelsea. Hey Alex, Chelsea hier. Vielen Dank für deine Hilfe mit Harley gestern Abend. Mein Kind tut immer noch weh, aber es hätte viel schlimmer sein können, wenn du nicht eingeschritten wärst. Hey Chelsea, ich bin froh, dass es dir gut geht. Harley ist furchtbar. Mach dir keine Sorgen. Nicht jedes Mädchen in Pflege ist so schlimm. Text du mir, wenn du mich brauchst, okay? Oh mein Gott, danke. Ich dachte nicht, dass ich etwas zum Geburtstag bekomme. Die Kette ist wunderschön. Alles Gute zum Geburtstag. Sei nicht zu dankbar. Die habe ich im Leihhaus gekauft, lol. Hey, Waisen können nicht wählerisch sein, oder? Stimmt. Hey, Alex, entschuldige die Störung. Hast du Binden übrig? Ich habe hier so eine Situation. Kein Problem. Guck in der Schublade meines Nachtschranks nach. Ich glaube, ich habe da einige da. Du bist weiterhin meine Heldin. Danke. Hey, Chelsea, ich muss dir etwas Wichtiges sagen und will damit nicht warten.
Ende des Monats ziehe ich nach Colorado. Warum sage ich das immer Colorado? Oh nein! Oh, Mist! Wo ist sie jetzt hier? Hier, um bei meinem Bruder zu leben. Dich zu verlassen war das der einzige Nachteil dieses Plans. Es tut mir wirklich leid. Ich will nur, dass du weißt, dass ich nur auf einen Anruf oder eine SMS entfernt bin, okay? Glückwunsch. Entschuldige dich nicht, ich freue mich so sehr für dich. Können wir am Wochenende länger reden? Ich will alles darüber hören. Klingt gut. Viel Glück heute, ich werde dich vermissen. Lass dich von niemandem rumschubsen, okay? Du bist absolut super. Das Leben war in den letzten Jahren hart, aber ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben. Ich auch. Ich kann bald nicht mehr reden. Hey Alex, Steph hier. Tut mir leid, dass ich wie eine Verrückte rausrennen musste. Freue mich darauf, dich heute Abend in der Lantern richtig kennenzulernen. Gleichfalls. Geschafft! Wie lange habe ich dich jetzt vorgelesen? Eine halbe Stunde? Boah, ist das viel. Aber das haben wir jetzt schon mal geschafft. Weil falls was Neues dazu kommt... Ich pack den Rest später aus. Okay. Oh, eine Box. Oder was ist das? Ach so, eine Gitarre. Oh. Nicht dein Ernst. Alex, hier ist etwas, das Willkommen daheim sagen soll. Kann es kaum erwarten, das Spiel zu hören. Voll lieb. So lieb. Super, Alex. Du bist durchgedreht und hast jemanden vor den Augen deines Bruders aufgemischt. Also, wie fühlst du dich jetzt? Du und deine verdammten Überraschungen, Gabe. Hier zu sein ist zu schön, um wahr zu sein. Das lasse ich mir von nichts kaputt machen. Ich sollte runtergehen und die Sache mit Gabe gerade biegen. Ja, und... Ich kann man immer noch nicht hoch. Gut, aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Sonst geht's nicht so. Danke! Ja, das war jetzt viel Rumgegucke in der Wohnung. Aber das gehört auch dazu, ne? Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hoffentlich sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute und wir sehen uns.